Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir versuchen mal die Losungswörter zu... Achso. Wie benutze ich die hier? Losungswort sprechen. Maya? Hat das funktioniert? Nichts geschieht. Hier dann Maya. Und Tanisha. Tanisha. Nichts geschieht. Wie schreibt man Tanisha? Das Losungswort Maya davor zu testen. Wie schreibt man? Ach so, andersrum. So war das doch hier. Perfekt. Jetzt dürfte sie sich öffnen lassen. Okay. Mit Kalia noch mal sprechen? Ne. Erkunden. Okay. Das fand ich jetzt cool, dass man... Oh, Sherwood, was machst du denn hier? Einmal kurz speichern. Das hört sich nach Das ist also sein Sanktum. Unglaublich. Wie viel Wissen sich hier wohl verbirgt? Ich höre hier Gegner. Das sind sehr viele, die ich höre. Das sind sehr viele. Vorsicht! Hier irgendwo lauern. Oben. Natürlich, sie kämpft schon. Bitte was? Noch so ein Riese? Nein. Bin ich hier in Sicherheit? Jetzt mit der Zeitlupe? Habe ich jetzt Kalir getroffen? Wie lange dauert das jetzt mit der Zeitlupe? Wie lange dauert das jetzt? Es muss doch irgendwann mal aufhören, hallo? Tesca verloren, ne? Irgendwann aufhören. Hier lebt noch, okay. Habe ich dich jetzt erwischt oder nicht? Wie lange dauert das jetzt mit der Zeitlupe? Hallo? Ich muss ja auch irgendwann mal aufhören.
Hört das auch irgendwann auf? Ich stecke jetzt in so einem Dings fest. In einer Animation. Was? Ich kann gerade nichts machen. Lad nochmal, ich will jetzt nicht in dieser Animation feststecken. Ich stecke in der Animation jetzt fest. Das ist also sein Sanktum. Unglaublich. Wie viel Wissen sich hier wohl verbirgt. Ja. Ich glaube, da kam, als wir hier vorne irgendwie waren, ne? Oder da oben. Okay, da kommen sie schon. Ich verstecke mich wieder hier. Wo ist der groteske Diener? Die sollen alle mal hier nach unten gehen. Feinde, mach dich bereit. Sagen, was war jetzt gerade los? Okay, wer schießt hier da hinten, ne? Da. Jetzt ist aber keine Musik. So, der brennt noch ein bisschen. Hauptsache, wir stecken jetzt nicht in der Animation fest. Wo ist er? Der Groteske lebt ja immer noch. Da ist auch noch einer. Mist, der ging daneben. Alter, komm. Wo ist der Große hin? Wo ist der hin? Wo ist Kalia hin? Wo sind die alle? Ich weiß, dass einer dahinter irgendwie ist. Was ist jetzt mit Kalia? Lebt die noch? Wird die sich jetzt wieder heilen?
So, der schon mal hinüber. Was jetzt mit dem Großen? Ach, da hinten ist er. Der Große ist schon mal hinüber. Das heißt, wir können jetzt runter. Hoppala, falsche Taste. So. Und den letzten hier kaputt hauen. So, jetzt haben wir sie alle. Ein paar Diener hat er also doch in sein Heiligtum gelassen. Auch wenn ihnen das Schicksal ihrer Vasallen nicht erspart hat. Ja, heil du erstmal, Kalir. Ich bin jetzt aber froh, dass wir doch jetzt nicht mehr in der Animation gefangen sind. So. Nehme ich mal mit. Nehme wieder mit. Komm, wir gehen jetzt nach oben. Wo ist eigentlich die Musik hin? Vielleicht nochmal vorsichtshalber speichern. Das waren aber wirklich diesmal sehr viele. Chemikum Robustheit. Rezept für einen Trank, Chemikum Robustheit, Tabak und indraleische Baumwolle. Stärkt die Widerstandsfähigkeit in Wolfsform. Kann nur von Lykanthropen verwendet werden. Nehme ich trotzdem mal mit. Vielleicht werde ich irgendwann damit was anfangen. Was zum Zaira? Oh nein. Dooruál neento jaarunes. Der Geduldige findet einen Weg. Ich dachte schon, ihr zwei Täubchen würdet nie voneinander lassen. Also doch. Ja, ihr wurdet verfolgt. Danke für das Türenöffnen übrigens. Das hat uns eine Menge Sucherei erspart. Ihr seid nicht schlecht, wisst ihr das? Oho, ihr verplempert keine Zeit, das gefällt mir. Dann will ich euch denselben Gefallen tun. Nein? Ach, Kirasch, was ist das? Lasst mich runter, sofort! Das, mein Mäuschen, ist Mentalismus in Perfektion. Denn diesmal ist man keine Risiken eingegangen und hat sich für eine fähige Truppe statt der Tölpel aus Alt-Raschengrad entschieden. Schaut doch nicht so grimmig, meine Süße. Ihr kommt als nächstes dran und an euch werden wir genauso viel Spaß haben wie an der Kleinen hier. Nein. Wer seid ihr und warum tut ihr das? Das werdet ihr bereuen. Wer seid ihr erst einmal? Wirklich? Der König von Alt-Hinter-Aranat natürlich. Spart euch die Fragen, ihr werdet keine Antworten bekommen. Nehmt sie euch, Freunde. Aber vorsichtig, verstanden? Ich will sie leben. Sicher doch. Den Stein, Zaira. Hol den Stein und dann verschwinde von hier. Nein, Kalir, ich hol... Halt einfach still, Kleiner. Sonst machst du es nur schlimmer. Komm ich da wieder hin? 70 Sekunden verbleiben. Nehmt eure Hände von mir, verdammt! Aus dem Weg! Bei den Schiffen kann ich Schiffer nicht einfach mal die Klappe halten. Nur kannst du mir das Kabel geben. 50 Sekunden verbleiben. Ich sterbe gleich, warte mal. Benötige einen Schlüssel, verdammt! Hier geht's nicht weiter, wie komme ich hier durch? Hat einer von denen Schlüssel? Na, endlich! Das war ein Fehler.
natürlich war es das. Und jetzt? Was zum Henker? Alia? Ich glaube, das solltest du sehen. Was? Hat die eine Sonne? Okay, was jetzt passiert? Also, klar, ich kann es mir vorstellen, was passiert ist. Das Monster kam raus, das Schatten. Wie lange bleibt jetzt schwarz? Alia? Also die haben bekommen, was sie verdient haben. Kalia. Die hatten alle einen Schlüssel. Das Schloss nimmt auch einen anderen Weg. Nein! Ah. Nochmal. Wo ist Kalia jetzt? Ach, man kommt da nicht weiter. Okay, man wäre hier so oder so runtergefallen. Ist sie vermutlich hierhin weitergegangen? Du machst das Speichern. Hier sind noch mehr von den Viechern. Ich hoffe jetzt kein Grotesker. Vier Stück. Vier Diener. Der nächste bitte. Oh, Unfall. Nehme ich mit. Nächste bitte. Die haben auch alle einen Schlüssel. Sind hineingerannt, aber du bist einfach draußen geblieben und hast den Regen genossen, als gäbe es nichts Schöneres.
Ich hätte mehr für dich da sein sollen, Sternchen. Viel mehr. Aber ich werde es wieder gut machen. Und morgen ist es endlich soweit. Die Experimente haben ein Ende. Ich werde dich heilen. Wenn du und der Stein erstmal verbunden sind, wirst du wieder lachen können. Und diesmal werde ich dir ein guter Vater sein. Und das ist nicht alles. Der Stein wird dich verändern. Denn er wird Teil von dir werden. Und seine Kraft wird dir eine Macht geben, von der selbst die Lichtgeborenen nur träumen können. Blinde werden wieder sehen, wenn du es willst. Stumme widersprechen. Und du wirst das tun, woran ich geschaffen bin. Die Menschheit von all ihrem Leid befreien. Wie ein Engel. Sie ist der Engel. Bei den Göttern, das Mädchen selbst sollte der Engel werden. Benötige einen Schlüssel? Benötige einen Schlüssel? Hier geht's weiter nach oben. Wo führt das hin? Ein Brief? Geliebte Tanisha, ihr müsst lügen, wenn ich behaupten würde, dein letzter Brief habe mich nicht verletzt. Zählen für dich die Worte dieser Stallburschen und Einfallspinsel von Dörflern wirklich mehr als meine? Maya geht es gut, glaub mir. Ich würde es nicht schreiben, wenn dem nicht so wäre. Ja, sie ist nach wie vor schwach und nach mehr als einer Handvoll Stunden auf den Beinen holt sie ihre Erschöpfung wieder ein. Aber es geht aufwärts. Außerdem habe ich das neue Elixier nun ausreichend getestet, um nun auch guten Gewissens sie damit behandeln zu können. Er wird ihr zu neuen Kräften verhelfen, Tanisha. Und ich versichere dir, dass du sie danach kaum noch wiedererkennen wirst. Ein letztes Mal bitte ich dich also, vertraue und hab Geduld. Du weißt, dass ich für dich und die Kleine alles tun würde. Alles. In Liebe, Samael. Sienta Sinistra, psionischer Splitter, Stufe 3. ...26 von 100 haben wir jetzt. Okay, uns fehlt nur noch Stufe 1 davon. Von der Sinistra. Warte mal, einmal kurz speichern, damit wir das auch safe behalten. Gut, dass wir gerade gespeichert haben. Natürlich. Das war irgendwie zu erwarten. Bleiben wir jetzt in der Animation hängen? Da ist noch einer. Was ist das für eine für ein Scheiß? Schwarzer Stein? Wie liegst du, mein Sternchen? Entschuldige den harten Stein, aber es geht nicht anders. Ach komm schon, diese scheiß Animation.
wir waren hier. Diese eine Animation, die nervt. Irgendwas entdeckt mich. So, weg mit der Anomalie. Hilft das was? Okay, wir können hier nicht drüber. Doch. Ja, komm, wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch. Ich rutsche hier gleich runter. So. Okay, wenn die uns nicht mehr im Visier haben, dann laden wir jetzt gleich Leben auf. Können wir den Rest da auch noch erledigen? Warum müssen das so viele sein? Sorry, wenn ich das immer so feige mache, aber ich will hier jetzt nicht einfach sinnlos drauf gehen. So, die sind wahrscheinlich wieder nach ganz oben gegangen. Okay, die sind wir jetzt zumindest los. Speichern. Diese Animation, das nervt. Ich glaube, es hat damit zu tun, wenn man irgendwie... Ah nein, jetzt haben wir falsche mitgenommen. Wo ist denn das? Stahlschwert. Wegestreuen Dolch ist Hinterhalt. So, erweckter Diener. Noch ein spitzer Stahlfall. Wo ist die Anomalie hin? So, das ist der Stein, den wir gesucht haben. Dann liegst du in ein Sternchen. Entschuldige den harten Stein, aber es geht nicht anders. Ich weiß. Und es kann sein, dass es ein wenig kitzeln wird. Aber nicht lange, ich verspreche es dir. Die wurde zur Anomalie, glaube ich. Nicht zu wenig und nicht zu Ah.
mich hören? Papa? Oh, Maya, du. Oh, mein Sternchen. Ich. Mir ist so heiß, Papa. Und wo ist Mama? Zu Hause. Du warst sehr krank, weißt du das? Sehr, sehr krank. Aber jetzt. Maya, was? Was ist los? Es brennt so, ich. Was brennt? Ich. Was? Wer seid ihr? Die Verschleiter. Armes kleines Ding. Du hast nicht den leisesten Schimmer, wie besonders du bist, was? Halia. Alter, was? Den Stein nehmen und Kalieren sie halt bringen? Den Stein vorerst noch zurücklassen und Schloss. Ja, ich erkunde noch. Kalia war das? Ja, bringen wir sie in Sicherheit. Was wollt ihr Kali erzählen, wenn sie aufwacht? Die Wahrheit, dass sie Dalgalas Tochter ist? Dass das ein Ritual Fehlschlug oder eine Explosion Dalgala und die Bediensteten töten? Sie verdient die Wahrheit. Ich finde schon, sie verdient die Wahrheit. Alter, was? Ich verstehe. Wie geht es dir mit all dem? Wie schon. Es ändert nichts. Es muss doch helfen zu wissen, wer du wirklich bist. Ja, wer? Das gescheiterte Experiment eines gebrochenen Mannes. Ich weiß nicht, ob ich diese Erkenntnis wirklich gebraucht hätte. Natürlich hilft es mir, dieses etwas besser zu verstehen. Es ist ein schwarzer Stein und es ist ein Teil von mir, weil mein Vater mich mit ihm verbunden hat. Aber am Ende bleiben doch nur noch mehr Fragen. Wie zum Beispiel, ob das bedeutet, dass diese Verschmelzung nie wieder rückgängig gemacht werden kann. Und warum diese verschleierte Frau Dalgala getötet hat. Sie muss es gewesen sein, die mich in das Dorf gebracht hat. Obwohl sie von diesem Etwas wusste. Weshalb? Es scheint dieselbe zu sein, der du auch begegnet bist und die diese Banditen in Altutulgrad zur Flucht in die Ruine gedrängt hat. Aber warum? Welche Absichten verfolgt sie? Was mich viel mehr beschäftigt, ist das, was in der Bibliothek passiert ist. Warum? Die Verwandlung hat dir das Leben gerettet. Ich wünschte nur, ich wäre rechtzeitig da gewesen. Warum belastet dich das so sehr? Du hast diesen Mistkern gegeben, was sie verdient haben. Was genau ist denn nun in der Bibliothek passiert? Ich habe diese Geräusche gehört, dieses Hauchen. Kannst du dir das nicht denken? Das war es in seiner vollendeten Form. Ich ohne Maske. Ich wünschte nur, ich wäre rechtzeitig da gewesen. Vielleicht wäre dann das S nicht rausgekommen. Sei dankbar. Wärst du da gewesen, hätte es ich dich genauso massakriert wie die anderen. Und das wäre... Hör doch endlich auf, dich für etwas verantwortlich zu machen, für das du nichts kannst. Dalgala, dein Vater, hat dich dazu gemacht, nicht du. Ich weiß ja, Saira, rational weiß ich es. Aber es ändert einfach nichts daran, dass ich mich abstoßend fühle. Ich werde noch härter trainieren, öfter meditieren, so lange, bis sich kein einziger Gedanke mehr meiner Kontrolle entzieht. Nur so werde ich es jemals beherrschen können. Jetzt geh und bring den Stein nach Ark, Saira. Ich brauche Zeit für mich. Ich investiere noch mein Leben. Jetzt eine schöne Rede.
Ach, hier sind wir. Okay, wir gehen zurück nach A. Aber heftig, dass wir jetzt das auch rausgefunden haben, was Kalia betrifft, so. Ihre Vergangenheit. Ich wünschte, wir können ihr helfen. Schloss Dalgalá. Noch weiter im Norden. Ich weiß nicht, ob wir da noch hinkommen. So viel zu tun. Okay, das ist der Weg nach A. Warte mal. Wir haben zwei Fertigkeitspunkte. Erinnerungspunkte, meinte ich. So, was war das? Todesschuss. Schattenspieler. Was macht das? Reduziert die Chance, beim Knacken von Schlössern entdeckt zu werden. Auge des Sturms. Haltet für einen kurzen Zeitraum für eure Gegner und eure Umgebung die Zeit an. Meister mit der Sehne. Die Hälfte der Ausdauer verlangsamt die Zeit um 50%. Alle Pfeile verursachen einen Schadenspunkt mehr. Ich lasse sie machen. Dann können wir endlich Meisterdieb machen. Meisterschlösser sind nun knackbar und alle Schlösser sind 35% einfach zu knacken. Eure Pfeile bringen Gegner außer den größten häufig ins Taumeln. So, Todesschuss. Kann ich eigentlich hier... Ne, ich kann hier gar nicht raus, ne? Was ist das hier eigentlich, wenn ich ehrlich bin? Für eine Welt. Da investieren wir ja unsere Punkte, wenn wir meditieren. Was hat das zu bedeuten, hier zu sein? Wo kommst du denn her? Ja, jetzt ernsthaft, wo kam die denn jetzt her? Lichthain? Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, zurück nach Ark, oder? Das Schild hat doch hierhin gezeigt, oder? Zeigt dahin. Aber ist das wirklich der Weg zurück nach Ark? Das bezweifle ich irgendwie. Aber okay, erkunden wir mal den Weg. Und es wird Zeit, dass wir wieder eine bessere Rüstung kriegen. Einzelteile. Der Pfadbuch 2 der Verrat. Groschen. Sternlingspfeile. Ach, hier sind Bienen. Ich dachte, hier verwest irgendwas oder so. Ah, hier sind wir. Daran erinnere ich mich noch gerade ein bisschen. So. Genau. Da
Frauen ist die Brücke? Aber... Autsch. Diese Richtung. Wieso sind die Fallen auch immer wieder neu aufgestellt? Irgendjemand muss immer wieder herkommen und die wieder, aktivieren, sage ich jetzt mal. Das Ding hatten wir, glaube ich, schon mal durchsucht. Rolle des Anduso-Schlüssels. Aber okay, von hier aus kommen wir eigentlich relativ schnell wieder zurück nach Ark. Aber wir müssen auch anfangen wieder oder mit den anderen Quests weitermachen. Also die ganzen Nebenquests. Bevor wir auch jeden hier irgendwie wie die Shari verlieren. Ist das denn noch richtig? Ja. Und dann einige Quests nicht mehr machbar sind oder lösbar. Beutel. Was gibt's hier? Nur ein Mana-Trank, okay. Achsentrammer. Ich find's krass, dass das da auch dann mit diesem lilafarbenen Filter hier bedeckt war. Und erst ab dem Moment, wenn wir da raus sind, der langsam verschwindet. Ist noch so ein Turm, den wir noch nicht entdeckt haben. Ja, immer mit der Ruhe, Bärchen. Ich glaube, es ist der Turm da hinten. Aber da gehe ich jetzt nicht hin. Kopfgeldjagd müssen wir eigentlich auch noch machen, allesamt. Ich glaube, die sind auch begrenzt. Die sind nicht einfach so hier willkürlich irgendwelche. Die haben alle irgendwie einen Namen. Ein paar von denen, die wir jagen mussten, haben wir ja auch schon erledigt. Oder vielleicht noch müssten. Wo waren noch mal diese Anschlagtafeln? Für Kopfgeldjagd. Ja, okay, hier lang.
Dum, 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 dum. Ist das eigentlich noch richtig hier? Wo sind wir? Der andere Weg wäre schneller. So, vielleicht jetzt noch einmal kurz speichern. Dum, 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 dum. Jetzt keine verloren, oder? Die sind jetzt nicht gerespawnt. Ich brauche dringend aber bessere Rüstung. Wir haben... Ich glaube, die beste, was wir jetzt haben, ist diese Drachenknochen-Armschienen. Handschuhe. Bis jetzt. Aber es muss doch bestimmt noch bessere geben. Und da sind wir wieder. Keine Ahnung, wie lange wir noch brauchen, um seine Vogeleier eigentlich zu finden. Von dem einen Typen hier, der hier irgendwo sitzt. Den da. Und ich frage mich, wann wir endlich mal eigentlich den wegestreuen Ding ins Schild bekommen. Warte mal, da lange. Mesdames. Messieurs. Warte mal, wo war der Weg zur Kaserne? Hm? Hier? Hier. Es wird auch solche geben, die ganz und gar von ihrem Pfad abweichen und ein Leben in Untreue. Ich muss ehrlich sagen, durch den Turm, ich finde den, ich mag den Weg irgendwie gar nicht, also durch das Gebäude hier. Ich bin eigentlich doch lieber an den Straßen hier unterwegs. Und die wird uns jetzt wieder was vorhalten. Madame de Luna, und ich bin darauf angekommen. Habt ihr einen verzauberten Gegenstand ausgerüstet? Wird die Anzahl der Verbleibenden... Ah, da bist du ja. Und? Hast du es gefunden? Ach so. Ja, hier. Aber pass gut darauf auf. Magister Arago und hackt uns die Finger ab, wenn du es verlierst. Werde ich nicht. Keine Sorgen. Hast du es gehört?
Diese Frau, die hier seit kurzem herumläuft. Lucas hat gesagt, dass der Großmeister glaubt, sie könnte helfen, eine Lösung für diesen roten Wahnsinn zu finden. Der rote Wahnsinn? Du meinst... Das, was Magister Yeo getrieben hat. Einmal fass. Erinnere mich nicht daran. Naja, es hilft doch nichts, wenn wir einfach die Augen zumachen und so tun, als wäre nichts. Selbst die Arkanisten sagen, dass das keine gewöhnliche Krankheit ist. Aber ich schätze, uns Milizen würden sie die volle Wahrheit nie anvertrauen. Dann doch lieber Peterin Sarkarisch. Ja. Naja, pass auf das Buch auf, in Ordnung? Mach ich. Schreite wohl, Bruder. Ich mag diese Gespräche hier tatsächlich. So, jetzt haben wir den zweiten Stein. So, ja, Mirail? Hallo. Beim Apothekarius Dalgala, ja. Jetzt sieht die Ereignisse auf dem Schloss von Dalgala erzählen. Oh, da geht ihr auf die Suche nach dem Stein und löst damit gleich ein indraleisches Mysterium mit. Ich hatte mir vieles ausgemalt, aber das nicht. Ich frage mich, was aus dem Mädchen geworden ist. Ein Teil der Energie wurde wohl tatsächlich in ihren Körper gebannt. Der Stein ist ein wenig matter als die anderen. Aber das sollte keinen Unterschied machen. Wenigstens war das Leid nicht umsonst. Wir haben den Stein. Lasst ihn uns einsetzen. Das will ich mir noch ansehen. Okay, den will er da. Hier ist die Energie besser aufgehoben als in den Händen irgendwelcher armer Seelen, deren Gedanken die Hohen verpesten können. Nur noch ein Stein, Prophet. Nur noch ein Stein. Ich hoffe, ihr behaltet recht und diese Maschine kann uns tatsächlich helfen. Ich hoffe es wirklich. Dieses Dröhnen auch immer wieder hier. Prophetin. Ich merke aber auch, die sind alle nicht froh, dass wir hier sind. Auch wenn die der einen oder anderen Sache hier doch da kommen. Was ist das denn eigentlich hier für ein Brunnen? Kann man hier irgendwas machen? Das Wunderkind. Wie schön. Das ist ja eine Marktplatz Adelsviertel. Schwester, schalte. Unfassbar. Aber ich würde sagen, wir machen hier dann beim nächsten Mal weiter. Und ich will immer noch in diese Richtung gucken, wo die Kamera jetzt mittlerweile da ist. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!